Meine Damen und Herren, über den Schlaf, das wissen Sie, keiner weiß es so gut wie Sie, als Journalisten wird ja mehr denn je berichtet und geschrieben. Und die Sehnsucht nach dem Schlaf wird quasi von Tag zu Tag größer. Wir unternehmen wirklich auf einer sehr großen Bandbreite von Möglichkeiten alles, um den Menschen den Schlaf wiederzugeben, den wir langsam aber sicher verschlafen. Wenn Sie sich auf der Welt umschauen, dann werden Sie bemerkt haben, dass Schlafen nicht mehr schick ist. Von den 8.760 Stunden eines Jahres sollten wir in etwa 3.000 im Bett verbringen. Das schaffen wir überhaupt nicht mehr. Wir schlafen so im Durchschnitt momentan 6,1 Stunden und das ist leider viel zu wenig. Und wenn Sie einen Blick auf die Weltkarte machen, dann sehen Sie, wir sind ja stolz darauf, dass wir die Nacht zum Tag machen. Alles hell erleuchtet, wir müssen rund um die Uhr funktionieren, 7 Tage die Woche, von Pause redet keiner mehr. Und Frankie Sinatra hat sie so schön besungen, New York, die Stadt, die niemals schläft, das ist ja nachgerade synonym. Aber wer New York kennt, und ich bin überzeugt, Sie kennen es alle, dann werden Sie merken, so 2, 3 in der Früh, da geht man auch dort ganz gerne mal schlafen. Aber noch einmal, schlafen ist nicht schick. Und das fordert natürlich Tribut, denn der Schlaf ist genauso wichtig wie Essen und Trinken. Sie können tagelang, wochenlang ohne feste Nahrung zubringen, 48, 72 Stunden ohne zu trinken, aber keine 24 Stunden ohne Schlaf. Sie merken es ja selbst, man geht dann wie auf einer Wolke, man ist nicht mehr leistungsfähig. Die Frage ist nur, wie viel Schlaf braucht denn überhaupt der Mensch? Nun, Schlaf ist etwas sehr Individuelles. Es hat Menschen gegeben, oder gibt es auch heute noch, die 4 Stunden brauchen. Napoleon zum Beispiel. Andere wieder, wie Einstein, von dem wird behauptet, dass er 11 Stunden gebraucht hat. Wahrscheinlich war er deswegen ein bisschen gescheiter. Wie auch immer, ein Baby braucht 22 Stunden. Der Jugendliche sollte, wenn irgend möglich, 10 Stunden schlafen, auf das kommt er natürlich überhaupt nicht mehr, weil er ja am Computer sitzen muss, DVD schauen muss, Xbox spielen muss, Nintendo spielen muss, mit der Folge, dass er am nächsten Tag natürlich in der Schule überhaupt nicht mehr ausgeschlafen ist und es zu einer Fülle von disziplinären Problemen kommt. Dann wäre es uns Erwachsenen anzuraten, in etwa 8 Stunden zu schlafen. Frauen brauchen ein bisschen mehr, so zwischen 8 und 9 Stunden, Männer zwischen 7 und 8 Stunden, also da geht mit der Emanzipation gar nichts. Aber wie gesagt, wir kommen gerade mal auf 6,2 und dann haben wir noch den älteren Menschen, von dem man sagt, der hat es gut, der braucht nicht mehr so viel Schlaf, was sich als Trugschluss herausstellt, auch der ältere Mensch würde gerne länger schlafen, wenn er nur könnte, aber der hat die Probleme mit dem Kreuz, mit dem Herzen, mit der Lunge, mit der Prostata, mit dem Rheuma, das raubt den Schlaf und auch hier sollten wir ansetzen, dem älteren Menschen wieder zu mehr Schlaf zu verhelfen. Schlaf, meine Damen und Herren, ist das jetzt ein Ruhezustand, ein Energiesparmodus, um ganz modern zu sein? Ist das etwas, was wir brauchen? Und das ist die berühmte No-Na-Frage. Ohne Schlaf gibt es kein Leben. Die Frage ist nur, ist das ein bisschen hinlegen, vielleicht ein bisschen träumen, aufstehen und das war's? Oder spielt sich da in unserem Gehirn während des Schlafes womöglich etwas ganz Entscheidendes ab? Ja, der Schlaf ist ein aktiver Prozess, ein hochaktiver noch dazu, und das möchte ich Ihnen gern anhand von Schnitten durch das Gehirn zeigen. Wenn man einer Versuchsperson eine schwach radioaktive Substanz spritzt, dann reichert sie, Xenon in dem Fall, sich immer dort an, wo im Gehirn hochaktive Areale sind. Mit einer Spezialkamera fotografiert sehen Sie das, wenn sehr viele gelbe, rote Areale auftauchen, heißt das, das Gehirn ist aktiv, die dunklen Areale, die weisen darauf hin, hier ist wirklich der Ruhezustand, die Erholungsphase eingetreten. Sie sehen 3 verschiedene Schnitte, jetzt lösen wir mal auf, was gehört wohin. Von innen aus gesehen ganz links, sehr viel gelb, sehr viel rot und tatsächlich das Gehirn ist im Wachzustand. In der Mitte sehen Sie eher dunkle Areale und tatsächlich, das ist ein Schlafzustand, aber nur ein ganz bestimmter Schlafzustand, nämlich der sogenannte Non-REM-Schlaf. Jetzt bleibt aber noch was über. Ist das nun wach oder Schlaf? Und ich mache es kurz, na, wieder einmal,
Das ist ein Schlafzustand. Hohe Aktivität, höhere Aktivität als im Wachzustand und dennoch ist es Schlaf. Der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, das ist die Phase, wo wir am meisten träumen, wo wir auch die Tagesinhalte sozusagen auf die Festplatte Gehirn hinüberschreiben, wo wir uns alles merken und wo sich auch unsere Intelligenz nachschärft. Zu dieser Phase liegen wir wie gelähmt im Bett. Wir können uns überhaupt nicht rühren und das ist eine sehr günstige Fügung der Natur, denn stellen Sie sich vor, Sie würden lebhaft träumen und Ihre Träume mit ausleben. Na, wie es da am nächsten Tag im Schlafzimmer ausschauen wird, das wäre dann ganz interessant. Also, das Denken, das Inhalte sammeln, das Festplatten schreiben, das Träumen findet in dieser hochaktiven Schlafphase statt, die wir brauchen. Der Schlaf ist also nicht das Hinlegen, Träumen, Aufstehen, sondern der Schlaf braucht und hat sie auch relativ eiserne Gesetze. Angenommen, Sie würden zu Bett gehen und könnten innerhalb von 4 Minuten einschlafen. Das schaffen gerade mal 3% der Bevölkerung. Dann würden Sie in das Dämmerschlafstadium kommen. Das ist jene Phase, wo die Damen noch hören, wenn die Herren ein bisschen zu spät nach Hause gekommen sind, wo man dann noch einmal die Diskussion eröffnen kann, warum man so spät nach Hause gegangen ist. Aber wir nehmen an, Sie würden also süß einschlummern, erreichen relativ dann hoffentlich bald das Schlafstadium 2. In dem verbringen Sie insgesamt etwa 50% der Nacht. Und dann geht es die Treppchen hinunter in Richtung Tiefschlaf, Stadium 3 und 4. Da schöpfen Sie wieder die neue Kraft für den nächsten Tag. Streut immer wieder dieses Phänomen des REM-Schlafs. In der ersten Schlafhälfte holt sich der Körper die Erholung. Da überwiegt der Tiefschlaf. In der zweiten Hälfte sollte der REM-Schlaf überwiegen. Ist von der Natur her auch ganz gut eingerichtet. Nun, das Problem ist, dass 37% der Europäer eigentlich schon unter Schlafstörungen leiden. Das sind Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, das ist das Früherwachen, das ist das immer wieder Erwachen in der Nacht. Man wacht auf, denkt an die Firma, ans Büro, beginnt zu grübeln, denkt nach, na was bringt denn der nächste Tag? Sie schauen auf die Uhr, schon wieder ist eine halbe Stunde vergangen. Sie sagen, ich muss jetzt schlafen und je mehr Schlafdruck Sie sich aufbauen, umso weniger können Sie schlafen, die Nacht ist geschmissen. Und am nächsten Tag kommt dann tatsächlich die entscheidende Besprechung und versagen womöglich, weil Sie zu wenig Ruhezeit hatten. Also 37% der Bevölkerung haben diese Probleme, an sich eine dramatische Entwicklung. Es wird aber noch schlimmer, wenn man sich die neuesten Zahlen aus den USA anschaut. Da haben nämlich schon 75% der US-Bevölkerung tatsächlich mehr oder minder ausgeprägte Schlafstörungen. Und das schlägt sich auch deutlich in der Befindlichkeit der Bevölkerung nieder. Vor nicht allzu langer Zeit haben gerade im Managementbereich Depressionen, Morgenprobleme ganz typisch die Herzprobleme überwogen. Seit 2 Jahren wird diese Skala der Befindlichkeit im negativen Sinn von den Schlafstörungen angeführt, wobei die Frauen noch mehr leiden als die Männer. Vielleicht haben die Männer ein bisschen ein dickeres Fell und deswegen auch das sanftere Ruhekissen, aber Sie sehen, das sind dramatische Zahlen, wo wir ankämpfen müssen. Und das hat auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, auf den Plan gerufen. Man hat nämlich festgelegt, welche 4 großen Erkrankungsgruppen werden die Medizin der nächsten 50 Jahre am meisten fordern. Weiterhin die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Lungenkarzinom, also der Lungenkrebs, die Zuckerkrankheit und eben die Schlafstörungen, inklusive all jener Beschwerden, die aus einer beruflichen Überlastungssituation resultieren, also Überforderungssyndrome, Burnout etc. Ja, wer nicht schlafen kann, ist am nächsten Tage müde. Sie sehen da den Jäger auf der Birsch, der ist eingeschlafen, nebenbei bedient sich der Hirsch, weil er sich gedacht hat, na fein, dass der übermüdet ist. An sich eine kuriose Geschichte, viel peinlicher, wenn es dem Bräutigam passiert, weil der hat schon einmal seine Minuspunkte. Nein, das klingt natürlich alles ein wenig komisch, ist es aber nicht. Denn, meine Damen und Herren, wenn Sie bedenken, dass immer dann, wenn Sie 17 Stunden am Stück wach sind, das passiert ja oft, man steht halt um 6 auf, geht um 23 Uhr zu Bett, und Sie hätten
keinen Tropfen Alkohol getrunken, dann reagieren Sie nach diesen 17 Stunden so, als hätten Sie 0,5 Promille Alkohol im Blut. Ihre Konzentration, die Aufmerksamkeit ist also schon um einiges blockiert. Nach 24 Stunden ohne Schlaf fahren Sie so Auto, als hätten Sie 1 Promille. Und ich glaube, das will kein Mensch. Nach 2 Nächten, die Sie zu wenig oder zu kurz oder zu schlecht geschlafen haben oder gar nicht geschlafen haben, haben Sie Halluzinationen. Da liegen plötzlich Holzblöcher auf der Autobahn, vor denen Sie eine Katastrophenbremsung machen, und die gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Also eine nicht zu unterschätzende Sache, und Schläfrigkeit am Steuer, das haben wir uns ja doch in großen Studien sehr genau angesehen, ist kein Kavaliersdelikt, denn wir wissen, und das ist nur ein Beispiel für die Auswüchse des zu wenigen Schlafens, jeder vierte tödliche und jeder dritte Verkehrsunfall insgesamt ist schon auf diese Schläfrigkeit am Steuer zurückzuführen, nur ganz schnell für manche, die es nicht kennen. Wir haben uns das im Rahmen großer Studien bei Lkw- und Busfahrern angeschaut und gesehen, dass 53% der Berufskraftfahrer übermüdet unterwegs sind, und bei den Pkw-Lenkern ist es immerhin noch rund ein Drittel. Und da muss man etwas dagegen tun. Ich bin sehr froh, dass auch das Innenministerium, das Verkehrsministerium, das Kuratorium der ÖMTC jetzt auf dieser Schiene sind. Und wir werden in den nächsten Jahren hier eine Reihe von neuen Strategien entwickeln müssen, um diese Schläfrigkeit am Arbeitsplatz insgesamt, zumal hinter dem Steuer, in den Griff zu bekommen.